Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dave the Diver. Das ist die Ausbeutung von gestern. Wir haben genau rekordmäßig 52 Fische gefangen, wie auch zuvor. Sind gar nicht neue Tiefe gewesen. 18 Minuten waren wir unter Wasser, einiges an Schrott gesammelt. Super Banjo und super auch an dich, weil du jetzt abonnieren tust. Wer kommt da denn jetzt schon wieder? Satto. Satto, was geht ab? Yo. Yeah. Oh, du scheinst heute so voller Energie zu sein. Ich habe eine Benachrichtigung über eine Bosskarte auf deiner Meereskarten-App gesehen. Es ist die Riesenkalmar-Bosskarte. Und das steht alles auf Englisch. Wie hast du die bekommen? Die Karte ist extrem selten. Ich war gerade so auf dem Weg, Lieferung abgeben, kennst du ja. Und wie es der Zufall so wollte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber auf jeden Fall hast du erstaunliche Fortschritte gemacht. Versuch mal alle seltenen Bosskarten zu sammeln, ja? Dann passiert bestimmt was richtig Gutes. Ach, und wenn du dich in einer neuen Region wagst, zum Beispiel in die Tiefen, dann wird die Meereskarten-KI ein neues Kartenpaket freischalten. Vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Fischkarten zu sammeln. Tschüssi, tutut. Mit seinem Drehboot. Tiefseepaket. Wenn du ein neues Gebiet betrittst, öffnet sich eine neue Kartenpaketliste. Verwende die Meereskarten-App, um nach neuen Fischen zu suchen. Neue Fische? Warte, wo? Am Lo. Achso, weil das jetzt am Grund ist. Ach so, am Grund. Das sieht riesig aus. Das sieht auch riesig aus. Ja, hier haben wir den Boss gemacht auf mittlere Tiefe. Ein ungewöhnlich großer Kalmar. Trotz seines weichen Körpers hat er scharfe Zähne. Er riecht nach Omniumchlorid und ist deshalb schwer zu verspeisen. Gibt's ja auch eine Bosskarte? Sogar drei. Krabi. Okay, lass mal gucken. Also das ist Krabi. Das sieht man ja. Was könnte das sein? Anhand der Silhouette. Was? Also es sieht irgendwie aus wie so eine Art, also auf der linken Seite wie so eine Art Gottesanbeterin, die rechts einen Mensch verschlingen will. Rechts so der Kopf und sowas. Aber jetzt so fischmäßig. Oh, was könnte das sein? Da bin ich echt gespannt. Also das ist eine Art Hai. Ich denke mal der weiße Hai oder so, weil Tigerhai hatten wir ja schon und sowas. So, hier hatten wir den Boss. Das ist übrigens ein Hammerhai, das sieht man auch. So, das hier sieht mir aus wie so eine Rose. Ne? Irgendwie so blumenartiges, aber ich hätte jetzt auch gesagt, ein Oktopus, dass sein Kopf unten halt ist, aber was soll denn das da oben sein? Sieht aus wie so eine Pflanze. Weiß ich auch nicht. Bin ich auch gespannt, was das sein wird. Das sieht mir aus wie so ein richtig großer, fetter Fisch, der richtig Hunger hat. Der will fressen. Ja, und das scheint eine Art Hai zu sein, denke ich mal, ne? Aber nicht irgendwie so ein gefährlicher Hai, der sieht irgendwie so strohdoof aus. So, ich bin Vegetarier. So ein Hai auf vegetarisch, würde ich sagen. So, den haben wir auch in Blau gesammelt. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein. Wir brauchen ja noch ein bisschen Qualimalli. Auf Droh geht 2 und Lo im No. Und Roh. Dori, 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 Dori. Ist Dori wirklich ein Doktorfisch? Wusch. Und da. So. Also die nehmen wir natürlich erstmal mit. Alles for free. Immer mit. So, was haben wir hier? Schönes? Zick. Brauchen wir nicht. Ja, was ist unser Plan? Also weiterhin eigentlich natürlich gerne Quallen.
Quallen bis zum geht nicht mehr. Quallen sind schon wichtig, schmichtig, ne? Da haben wir auch schon die ersten Quallen. Kriege ich jetzt noch irgendwie Munition? Oder einen Hammer oder so? Na gut, wir haben hier eine Qualle, ne? Eine Qualle macht jetzt auch nicht den Fett weg. Aber wir haben Munition. Sehr gut. Aber warte mal, vielleicht kriegen wir hier einen Hammer. Ach, Schat. Eine Baseballkeule, die kein Schwein will. Schwein, willst du eine Baseballkeule? Ich denke nicht. Schwein möchte einen Gummihammer haben. Hab ich recht, Schwein? Eine Qualle nur? Ah, ne, hier ist noch eine. Au, da kriege ich euch zusammen. Können die sich eigentlich befreien? Sicherheit. Schlagstock. Aber der betäubt ja nicht. Hier vielleicht noch irgendwie Schlafpistole oder so? Nee. Schock. Schock bringt mir nicht so viel, ne? Finden wir hier noch eine Qualle? Unten hätten wir nämlich noch Munition. Ansonsten wollte ich einfach hier mal... Ups. In die Menge rein, wollte ich sagen. Da haben wir noch. Shit. Richtig verkackt. Schlafpistole? Nee. Okay, aber wir haben hier drei Quallen und noch drei Schuss da drüben. Und wieder zurück. Da habe ich den Dingsen abgefahrert. Quallen jagen, das macht Spaß. Federi, Federo, Federassassa. Qualle hier, Qualle dort. So, Name Quali. Aber wir brauchen auch Schuss. Schade, dass sie auch nur drei Schuss haben. Ne? Und das ist schon wieder so. Ja, ich bin zu doof, ich sehe das schon. Ich sehe das ein, ich bin zu doof. Aber die bringen ja auch fett Schotter, ne? Wir brauchen echt noch so einen Kran oder so. Oder Drohnen oder womit man die auch immer fangen. Oh, hab ich mich erschrocken. Oder mir den Dreck ins Gesicht. Das ist natürlich besser, ne? Ach shit, leck mich doch, leck mich doch, leck mich doch. Ach komm, leck mich doch. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, war das schon wieder Leben am Limit. Ja, fort mal ein bisschen rum. Das war wirklich nicht sehr optimal, würde ich an der Stelle mal behaupten. So, da hätten wir noch einen Dingsten. Hier haben wir wieder Munition, sehr gut.
Wenn wir ein paar Quallen kommen. Quali, Quali, Quali. Am Reichweite. Nehmen wir mal. Bis wohin kann ich tauchen? 250? Also wir waren noch nie so in der Tiefsee, ne? Hier, blaues Loch, die Tiefen. Hier waren wir noch nie. Hier ist absolutes Neuland. Also fangen wir erstmal so einen kleinen Gupschi hier. Okay, der Gupschi ist kein echter Fisch. Aber du bist ein echter Fisch. Warte, Gupschi. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Harpune. Also ich habe ja schon Probleme, diesen kleinen Gupschi hier zu fangen. Ich wusste nicht, dass ich jetzt hier links rechts machen muss. Aber jetzt weiß ich es. Jawohl. 3 Kilo das Ding. Okay, hier ist wieder so ein kleiner, der mich jagen will. Okay, jetzt blutet er. Jo, hab ihn. Was ist das? UV-Licht. Eine Taschenlampe, die ein spezielles Licht abgibt, lässt Röhrenwürmer kurzzeitig zurückweichen. Was zum Kuckuck sind denn jetzt Röhrenwürmer? Die Röhrenwürmer weichen vor UV-Licht zurück, sodass du an ihnen vorbeikommst. In einer Truhe in der Nähe findest du UV-Licht. Wenn du keins finden kannst, versuche es vielleicht mit Nahkampf. What? Aber guck mal, die kann man auch immer noch alle one-hitten. Aber dann direkt so ein Level 3er. Du bist böse, oder? Was ist das? Eine Spitzhacke. Eine große Schwelle, die Schafe in der Lage sind, hartes Gestein aufzubrechen, kann sogar Materialien Härtegrad aufbauen. Manche Mineralien können nur mit einer Spitzhacke abgebaut werden. Beschaffe dir mit deiner Spitzhacke wertvolle Materialien und werte deine Waffen damit auf. Okay. Aua. Ich glaube, den kriegt man nicht, ne? Nee. Ich glaube, das ist wie bei dem Anarm-Typen. Neu. Okay, wenn ich gleich keinen Sauerstoff finde. Dann muss ich meinen Notfallsauerstoff nehmen. Aber ich hoffe ja, noch irgendwas zu finden. Sauerstoffmäßiges. Irgendwas. Munition. Was ist das da oben? Na, Muschel. Gut, dann brauchen wir ja erstmal Dingsen nicht. So, kann ich dich fangen? Aua! Ja! Und der Goldgupschi hier? Können wir auch direkt fangen, ne? Sehr gut. Dreizahn-Kugelfisch. Direkt die Level 3er holen wir uns. Direkt die Level 3er. So, neue Munition. Okay, so, jetzt haben wir hier... Das muss die richtige Stelle sein, aber Röhrenwürmer blockieren den Weg. Dr. Bacon, hier blockieren Röhrenwürmer den Weg. Gibt es eine Lösung? My Jean. Ah, richtig, Röhrenwürmer verabscheuen UV-Licht und werden ihm ausweichen. Du hast nicht irgendwo UV-Licht bei dir, oder? Oh, du hast schon eins. Richte das Licht auf sie. Okay. Es ist leer. Oh, ich hab so Angst. Wo bin ich jetzt? Was ist das denn? Ach, wir suchen ja gerade das Dorf, ne?
ist mir alles viel zu viel. Oh, Fui Willi. Oh, du bist böse, ne? Spaten. Okay, warte mal. Es kann sein, dass ich jetzt sterbe, Kindert. Geschockt. Aua. Er hat mich einfach aufgefressen. Eingeatmet hat er mich. Er hat mich einfach eingeatmet. Jetzt bin ich auch wieder gestorben. Ich kann kotzen. Ich nehme eine Kralle mit. Alter, ich konnte ja nicht an, dass er mich einatmet. Aber 177 Meter tief gewesen. Ja. Nee. War das schlecht. Komm, Sushi. Let's go. Da wurde ich einfach eingeatmet. Hallo zusammen, hier ist Yui von Die Besten Köche. Wir sind wieder bei Banjo Sushi. Ich frage mich, welche Sushi der Koch vorbereitet haben wird. Ich habe Quallensushi vorbereitet. Qualle? Das passt auch eher zur chinesischen Küche. Hast du wirklich gedacht, du könntest Vincent Yamakua mit einer nicht traditionellen Zutat irgendwie beeindrucken? Keine Chance. Du bezeichnest dich also doch als Feinschmecker. Vielleicht solltest du erst einmal probieren, bevor du urteilst. Puh, also schön, dann bringe es rüber. Also gut, ich werde dir eine Portion Quallensushi bringen. Ich komme. Bitteschön. Wow, das ist also die Qualle, ja? Ihr Fleisch ist ja ganz durchsichtig. Und die weißen Punkte sehen sogar recht hübsch aus. Was? Das wurde mit zusammengedrücktem Reis zubereitet? Du hättest Gungan Maki verwenden sollen, damit es nicht abbröckelt. Es wird noch trocken. Probier es bitte. Es ist schon gewürzt. Tch! Es wird scheußlich schmecken, aber ich bin im Fernsehen, also was soll's. Chino. Vincent, dieser Geschmack, dieser Gesichtsausdruck. Es ist exzellent. Ich schmecke das Meer vom ersten Bissen an und das Qualenfleisch. Ist dicht und saftig und irgendetwas platzt in meinen Mund beim Kauen. Könnte das Roggen des fliegenden Fisches sein? Moment, nein, der ist kleiner. Kaviar, nein, der würde den Quallengeschmack überdecken. Ist das etwa... Ja, ich habe die Qualle auf ein paar Meertrauben gebettet. Saftige Qualle und Meertrauben. Das ist das Meer. Ich schmecke das Meer. Das Meer, wo alle Schnecken tanzen und sterben. Ich muss zugeben. Dieses Sushi ist hervorragend und zeugt von einer tiefen Kenntnis der verwendeten Zutaten. Aber warum eigentlich diese exotischen Zutaten, statt die schon gewährten zu nehmen? Der erste Grund ist der Geschmack. Qualle hat einen milden Geschmack und gleichzeitig festen Fleisch, wodurch man sie perfekt mit Geruch und Geschmack von Meertraum kombiniert. Also ich würde das alles niemals fressen, ne? Also ich mag auch Fisch, aber auch wirklich nur irgendwie Fisch, den ich irgendwie schon kenne, ne? Rollmops, Hering, Bismarck, ich glaube Bismarck heißt er, ne? Seelachs.
Also eigentlich mag ich das ja, aber wenn ich dann sowas höre, so Qualle, auch hier Futi di Mare, da siehst du auch so kleine Oktopusbeine und also Tentakeln und das ist einfach alles so widerlich und Garnelen. Das Ding ist einfach, beim Fisch sehe ich einfach nicht, dass es ein Fisch war, sondern einfach nur sein Hautlappen. Aber bei Garnelen, dann und Oktopus mit den ganzen Saugnäpfen, das ist schon widerlich. Und der zweite Grund ist das schiere Potenzial. Es gibt so viele Zutaten da draußen. Sich nur auf ein paar klassische Zutaten zu beschränken, würde bedeuten, all die unendlichen Möglichkeiten zu ignorieren. Danke für diese tolle Schlussplädoyer, Banjo. Aber jetzt ist der Moment für die Bewertung gekommen. Witzend! Gut. Dann fangen wir mal mit der Bewertung an. Der Moment ist gekommen. Vincent schien das Quallen-Sushi sehr zu mögen. Und Herr Banjo ist Erfinder dieses Kriegs. Und welche Bewertung vergibst du? Ich gebe Mancho Bancho Sushi 80 Punkte. Ist das nicht etwas niedrig? Du warst doch so begeistert. Ich werde es erklären. Das Sushi war in der Tat köstlich schmöstlich, wie Montana Black sagen würde. Aber das Ambiente lässt doch etwas zu wünschen übrig. Es geht ja nicht nur ums Essen. Die Tatsache, dass man hier nur einen grünen Tee bekommt, bei diesem wunderschönen Ozean direkt vor der Tür. Romantik. Hier fehlt es an Romantik und einem gewissen Verständnis für Kunst. Daher nur 80 Punkte. Aber als besondere Belohnung gibt es von mir einen Kühlschrank. Wow, ein Kühlschrank. Wenn man hier in Zukunft kaltes Bier bekommen würde, würde ich sogar 100 Punkte geben. 100. Das wäre perfekt. Wow, wie nicht anders von dir zu erwarten, Vincent. Das wäre ein richtig guter Tipp. Sushi mit Bier, das geht immer. Und wie hat euch heute die besten Köche gefallen? Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein kaltes Bier mit dem ausgefallenen Sushi von Banjo Sushi. Bis zum nächsten Mal. Herz, Kuss, eure Yui. 1000 Gold, 50 Follower gekriegt. Mega. Bier. Gäste werden jetzt hin und wieder nach Essen Bier bestellen. Das Ding ist ja, man hätte die VIP-Quest ja auch verkacken können jetzt, ne? Hätte man da niemals Bier gehabt. Oder wäre da irgendwann gekommen. Nur jetzt hätte man kein Bier gehabt. Und irgendwann in 8 Folgen oder so. Gäste werden jetzt hin und wieder nach Essen Bier bestellen. Schenke ihnen Getränke ein und sorge dazu für zusätzlichen Umsatz. Mega gut. So, kriege ich die Küche denn allgemein jetzt noch auf? Wow, Banjo, das war großartig. Sogar dieser Snoop Vincent hat dich gelobt. Er hat wohl wirklich einen guten Geschmack. Und mit dem letzten Kommentar hat er ja nicht unrecht. Sollen wir ab jetzt auch Bier verkaufen? Personal. Jetzt wird erstmal hier trainiert. Damit die auch Getränke serviert. Ich meine, gerade jetzt, wo Bier angesagt ist. Also Bier schippst du einfach da ins Glas und dann fertig, ne? So. Aber die braucht auch mal so ein Training, ne? Ach, 150 kann man machen. Vielleicht kriegt ihr auch noch eine Idee. Ja, guck mal jetzt. Auch Getränke. Charm, Erwehr, okay. So, und ihn kann ich auch nochmal trainieren. 600, jawoll! Raoul, unser bester Mann, unser LMAS. Beim nächsten Mal kriegt er sogar, du kannst Getränke zu einem höheren Preis verkaufen. Mega gut. Aber brauchen wir 900 für. So, Forschung können wir nicht. Menü. Bier, 30 statt ein grüner Tee, der nur ein Gold bringt, ne? Hier. Was ist das? Seetraube, Wurzelqualle gepunktet. Ich habe 45 Fleisch davon, ne? Soll ich das veredeln? Ich meine, für 3. Für 3 kann man das ja veredeln. Das ist ein Fisch, keine Qualle. Betrug in der Animation. Betrug. So, das Ding ist ja, wie oft will ich das veredeln? 4. Kann man auch noch machen, ne? 360. Nochmal geht nicht, wa? Aber ich kann Salz haben.
Ja, jetzt kann ich auf jeden Fall eine Menge hier machen, weil ich habe ja auch echt... wäre ich nur nicht gestorben. Oh, sterben ist so scheiße in Roadstrike, ne? Da fühlt man sich einfach so als Versager, so wenn man so was gesammelt... Ja, man fühlt sich so zurückgeworfen. Als hätte man... Also man hat ja versagt, aber... Weißt du, wie ich meine? Als hätte man das richtig verkackt. Jetzt habe ich nur noch ein Spiegelei-Qualle. Die brauchen wir doch für unsere Quest. Guck mal, hier auch. Deswegen ist da Zeichen dran. Wie viel Zeit habe ich denn noch für die Qualen? Ich will ja auch jetzt nicht alles verballern, ne? So. Jetzt erstmal unter Aroma gehen. So, bam, alles verkaufen. Dann auf Gerichte gehen. Bam, alles verkaufen. So, und jetzt auf Preise. Nur nicht Quallengedöns. Quallen wollen wir nicht verkaufen. Das wollen wir ja erst bei Dingsen verkaufen. Also verkaufen wir das. Das, das nicht, das. So. Dann. Let's go, wa? Oh, Pandora! So, jetzt gibt's auch Bier. Bei Bier gibt's bestimmt eine andere Animation. Okay, du machst das schon. Du machst das. Und ich mach das. Okay, die wollen nur Tee, das ist ja schmuh. Tiffany Lili! Brauchen wir Angestellte. Hier schon sauber machen. Felicity? Felicity? Oder ich hätte gerne Tee? Aber keiner will Bier bestellen, was das denn? Da, jemand will Bier. Oh, ich will auch Bier einschenken. Ich darf nur sauber machen, war ja klar. Da! Okay. So? Nun gut. Ich hoffe, die kriegen das besser hin. Also das gibt es ja jetzt 8000 Gold, oder? Wir haben auf jeden Fall Cockstar-Bewertung erreicht. Feiertag. Okay. Ja, 5,0 erreicht. 1200. Gar nicht so gut, ne? Also klar, ist viel Geld, aber gar nicht so gut. Ja, meine Damen und Herren, wenn jetzt hier keiner angerast kommt, kommt nicht, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon sehr, weil jetzt kommen wir auch richtig tief und ja, ich will einfach sammeln, machen, tun. Quallen-Event kommt auch dann demnächst in 2 Folgen oder so. Wir sehen uns, lasst ein Abo da, Like da, Kommentar da. Also gerade über Kommentare freue ich mich am meisten, ne? Weil bis jetzt, also Schwein kommentiert ja immer echt alles darauf, freue ich mich immer am meisten, aber ihr könnt auch gerne kommentieren. Darüber würde ich mich ebenfalls freuen. Tschüss!